Musik und Gebet, zwei verschiedene Weisen des Redens, der Artikulation und zwei Dinge, die doch sehr nahe beieinander sind. Im Bild gesprochen, es sind zwei Brücken, über die man gehen kann. Manchmal wählt man die eine, manchmal wählt man die andere. Manchmal weiß man vielleicht nicht einmal genau, auf welcher Brücke man steht. Wichtig ist nicht, welche Brücke man benutzt, sondern ob man über diese Brücke zu einem guten Ziel kommt. Dem Ziel, dass man sich selbst überschreitet, zu sich selbst oder über sich hinaus. Dass man einen Weg findet, der Ewigkeit zu begegnen, wie man dann man das nennen will, deinen Weg findet, dem Nächsten zu begegnen, wer immer dieser Nächste auch ist. Haben Sie keine Sorgen, ich halte Ihnen heute Abend keinen Vortrag. Ich werde Ihnen aber drei Fragen stellen. Mit diesen drei Fragen haben Sie dann selbst zu tun. Die erste Frage: Wann sind Sie eigentlich das letzte Mal sich selbst begegnet? Nicht oberflächlich, nicht nebenbei, sondern still geworden in der Frage, wer bin ich eigentlich? Nehmen Sie sich ein paar Augenblicke des Schweigens, gehen Sie in Ihrem Gedächtnis zurück. Wann war das letzte Mal? Sie müssen von Ihrer Antwort niemandem erzählen. Aber sich selbst, das sollten Sie. Musik und Gebet sind zwei Brücken, sich selbst zu begegnen. Nur, wen finden Sie, wenn Sie dem entgegenkommen? Einer der alten Kirchenväter sagt einmal: Gott kommt uns oft besuchen. Aber so oft sind wir gar nicht zu Hause. Ein bedenkliches Bild, bei sich selbst nicht zu Hause zu sein. Und der große Mystiker des Mittelalters, Bernard von Clairvaux, der beschreibt, wie man den Weg zu Gott findet. Er sagt, du musst, wenn du Gott finden willst, nicht die Sinnen immer hinaufsteigen. Du musst nicht über das Meer hinwegfahren. Du musst auch nicht die Alpen überqueren, das finde ich das Schwierigste bei allem. Du musst, er sagt, der Weg, der dir gewiesen ist, der ist nicht weit. Du musst deinem Gott nur bis zu dir selbst entgegengehen. Bitte tun Sie das einmal. Gehen Sie Gott bis zu sich selbst entgegen. Und vielleicht bejahen Sie dann das Wort des großen UNO-Generalsekretärs, da kann man schon ein Weltreisender in Sachen des Friedens, ständig unterwegs. Und er schreibt in seinem Tagebuch: Die längste Reise, das ist die Reise nach innen. Musik und Gebet sind zwei Brücken auf dieser Reise nach innen. Wenn Sie diese Reise gut gehen, dann finden Sie sich selbst. Doch jetzt komme ich mit meiner zweiten Frage. Sie werden wieder ein paar Augenblicke Zeit haben, dieser Frage nachzugehen. Und ich hoffe, Sie tun es. Die zweite Frage lautet: Wann sind Sie eigentlich das letzte Mal so etwas in der Ewigkeit begegnet? Oder nennen Sie es Gott, wann sind Sie das letzte Mal Gott begegnet? Nicht bloß in Ihren Gedanken, sondern bewegt. Vielleicht erschüttert, dass sie nicht bloß denken, sondern merken, es gibt Größeres als das, was ich bin
und was wirst.